Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das letzte Video wurde etwas brutal beendet. Deswegen jetzt hier nochmal eine kurze Weiterüberleitung. Also im letzten Video haben wir bis zum Ende gesehen, wie man sich dann auch wieder abmeldet und quasi wieder im Auslieferungszustand ist. So könnte man das iPad jetzt zurücklegen. Vielleicht muss man noch hier auf Anmelden klicken, damit man dann wieder diese Eingabemaske sieht und sich jemand Neues einloggen kann. Wenn ich jetzt ein Projekt mit Schülern mache, in dem ich häufiger das iPad nutze, dann können Schülerinnen und Schüler am besten wieder die gleiche iPad-Nummer nehmen. Das hat dann den Vorteil, dass im Kurzzeitgedächtnis des iPads noch der Nutzer gespeichert ist. Die letzten zwei werden immer gespeichert. Wenn schon andere dran waren, mehrere Klassen dazwischen, dann muss der das Profil nochmal neu runterladen. Aber das ist auch in Ordnung. Also, wie logge ich mich wieder ein? Ich kann jetzt entweder hier den Namen nochmal komplett eintippen oder ich gehe mal bei zuletzt benutzt. Ach, siehe da, da bin ich ja. Klicke drauf und jetzt muss ich nur meinen Code eingeben. So, okay. Und diese ganze Sache mit Spracheinstellungen und allem weiteren kann ich jetzt vergessen, die brauche ich nicht mehr. So, es ist wichtig, dass sich die Schüler diesen Code aufschreiben, denn nur ich als Administrator kann den zurücksetzen und ich fände es unschön, wenn ich jeden Tag dann irgendwie x Schülercodes jetzt noch zurücksetzen muss, neben den Teams-Codes. Also die Schüler sollen am besten die Teams-Zugang, das Teams-Passwort auch noch einmal verwenden und dann ist es das. Ihr habt gesehen, das ging jetzt viel schneller. Der Login. Also der erste ist halt ein bisschen anstrengend, der braucht ein bisschen mit dem Sprache-Land einrichten, Passwort einrichten, also iPad-Code einrichten und danach sind dann alle weiteren Logins deutlich schneller. Ja, das war es jetzt eigentlich schon mit diesem Video und ich hoffe, es war informativ und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.